Ausweichen, ausweichen! Ich sehe scheiß aus! Oh, über viele Steine hier rum! Okay, was soll ich jetzt machen? Ich hab, wie gesagt, ich habe gar nichts mehr davon. Die Katapulte müssen weg, dann wird es okay, schwerer. Okay, Katapulte weg. Verpass ihnen ein paar heiße Kohlen. Kein Problem. Ins Gefecht. Mach ich doch, kein Problem. Da packen wir die, das weiß ich noch. Gut. Zünden wir sie an. Volltreffer. Luft rein. Ha, ich wusste, wir schaffen's. Das ist nicht die Best ever, Alter. Warte. Was ist das? Angriff! Nein! Nein! Ich hab doch noch Kohle in der Hand. Oh oh. Oh oh, das sind Fledermäuse. Jetzt haben wir ein Problem. Hörst du überhaupt zu? Hä? Wohl wieder Nachtträume, was? Tja, genauso ein Nichtsnutz wie sein Vater. Genug. Hört auf, ihr zwei. Schande. Kein Wunder allerdings. Denn in den letzten Jahren hat die Disziplin hier stark nachgelassen. Da sind wir ja einmal derselben Meinung, Elomir. Welche Worte auch fallen, ein Wächter beantwortet sie nie mit Klauen. Ja, Eselrip. Nach der Klasse kriegst du in meiner Höhle deine Flintfransen. Verzeihung, Eselrip, er ist mein Schüler. Natürlich. Deine ganzen Pflichten scheinen dich in letzter Zeit etwas zu überfordern. Während, wie du es mir so gern unter den Schnabel zu reiben pflegst. Bis bald, Shard. Lass mich nicht warten. Damit man auch klar ist, was Flintfransen sind. Flintfransen sind halt diese Strafen halt bei den Legenden der Wächtern. Ja, das ist nur so als Nebeninformation halt, für die Leute, die es nicht wissen. Zeit, die Fackeln anzuzünden. Ich habe die Gahul-Feuerträger gebeten, dir bei dieser Flintfranse zu helfen. Also, ist ja gut. Isarip ist... Siehst du die Feuerträger? Da drüben. Flieg rüber und hol dir heiße Kohlen. Ja. Und runter. Runter. Und so, wenn man runterfliegt, führt sich die Anzeige und man wird auch ein bisschen schneller mal. Zack. Nun musst du nur noch eine Fackel finden. Flieg zur Fackel hoch und toller Wurf. Zünde jetzt alle übrigen Fackeln an. Prima. Gehen dir die heißen Kohlen aus, flieg einfach zu den Feuerträgern und hol dir neue. Mach weiter kein so. Problem. Eselrip, die Rettungsschaffer und Jungeulen, die sich dem Baum näherten. Aber Krähen versperren ihren Weg. Wir müssen ihnen da durchhelfen. Shard, kleine Planänderung. Du musst hinaus und die Krähen verjagen, damit die Schar durch kann. Parsival begleitet dich, falls du Hilfe brauchst. Was? Nein, nicht der! Wir haben keine Zeit für Sonderwünsche. Los jetzt! Vor uns ist eine Krähe! Jetzt könnte man gut angreifen. Ja, muss noch warten, bis es mal rot wird. Jetzt! Ah. Pew! Freesnyder! Großartige Clown-Technik. Kein Problem für mich. Oh, cool, Punktchen. Einzelschläge sind gut, aber Mehrfachschläge schwächen den Gegner schneller. Hätte ich selbst nicht besser gekonnt. Du weißt, wie man Angriffe kontert, oder? Ja. Drücke auf den Knopf, um meinen Angriff zu verteidigen und so. Mach ich, kein Problem. Gut gekontert.
Angriffen ausweichen. Mit Gegenangriffen und Fassrollen kannst du feindlichen Angriffen ausweichen. Als dein Flügelmann folge ich deinem Befehl, Shard. Zeig mir ein Ziel und ich erledige den Rest. Halte LB gedrückt und drücke dann LB um Passerball zu exekutieren und so. Keine Sorge, Shard. Ich lasse dich aber mein! Spackeneier! Dö! Fleckenkaut. Können! Das ist deine Könnenleiste. Können erwirbst du durch Schutzflüge, erfüllte Missionen und Ausschalten von Gegnern. Mit Hilfe von Können kannst du Spiralen ausführen. Und Flügelmänner Befehle erteilen. Flügelmänner. Das Flügelmann-Symbol wird grün, wenn du einen Flügelmann einsetzen kannst. Ist das Symbol rot, kann der Flügelmann nicht eingesetzt werden. Die übrigen Krähen kommen auf uns zu, Shard. Bist du bereit? The party started. So, wir machen es mal ein bisschen strategisch. Und ich attackiere mich den hier. Schön Double Attack. In your face. Also man muss X drücken, wenn man attackiert hat. Dann muss man X drücken. Und bei so einer Combo wird auch, wie man sieht, die Klaue ein bisschen extremer. Und je mehr Treffer man hat, desto stärker wird sie halt im Endeffekt. Nicht übel. Für einen Anfänger. Und man sieht, jetzt habe ich hier Feuerklauen derbe. Oh, habe ich noch gekriegt, das ist ein Problem. Das tat weh. So, bei 14 Treffern bin ich. War nicht mal so schlecht. Das war ziemlich gut. Bin positiv überrascht. Kein Ding. Zumindest leben wir noch. Wir erfuhren, dass die Geretteten keine normalen Jungeulen waren. Sie waren weit gereist und die Schleiereule Soren, die für die Gruppe sprach, berichtete dem Parlament von Leid und großer Not. Soren bezichtigte die Reinen der Entführung. Jene Reinen, gegen die ich damals gekämpft hatte. Sie brachten sie mit vielen anderen an einen üblen Ort, das St. Egolius-Heim für verwaiste Eulen. Wo man sie zwang, durch weggeworfene Gewölle zu picken, um winzige, Flocken genannte Metallstücke zu suchen. Warum? Das wissen wir noch nicht. Alomer glaubte ihnen nicht. Wenn ich alles richtig verstanden habe, sind die Reinen wieder auferstanden, stellen eine Armee mondgeblendeter Eulen auf und wollen mit magischen Gewöllresten die Welt erobern. Ich verteidigte sofort die Redlichkeit der Jungen. Ich spürte in meinem Magen, dass sie die Wahrheit sagten. Soren kennt weder Lug noch Trug, denn er hat ein ernstes, lauteres Herz. Dann ergriff König Boron das Wort. Er befahl Alomir, St. Egolius zu besuchen, um zu sehen, ob die Reinen wirklich zurückgekehrt waren. Das Parlament wurde vertagt und Alomir schritt zur Tat. Ich aber hatte andere Pläne. Denn wenn der Frieden so brutal verletzt wird, wie können da Eulen tatenlos zusehen? Es musste gehandelt werden. So, zum einen heißen die nicht Flocken, die heißen Tupfen, du Schmonk! Nur Toren würden nicht entschlossen handeln, nun da wir Beweise haben. Oh, gut, dass ihr schon hier seid. Wir müssen uns rüsten und haben wenig Zeit. Sir, rüsten wofür? Für eure kommenden Missionen natürlich. Aber... wir dürfen doch nicht. Wir sind doch noch keine Wächter. Was meint ihr, wozu all die Flintfranzen dienten? Ich habe euch ständig getestet. Und du hast glänzend bestanden. Bleibt dicht bei Shard und gehorcht ihm. Ich? Ihm folgen? Aber Alomir und seine Schar suchen doch schon. Warum wir? Das ist ganz leicht. Weil ich euch vertraue. Ihr habt beide das Zeug dazu. Ihr werdet euch bewähren. Missionen. Missionsziele werden auf den Magutionsrat geschissen. So, jetzt hier schon mal eine kleine Einführung in der ganzen Geschichte, um halt mal ein bisschen Fachwissen hier reinzubringen, damit man es leichter versteht. Alomir ist im
der Geschichte, also vom Film her, wovon das Spiel handelt,